Hallo zusammen und willkommen. Lorbeer gilt seit der Antike als Sinnbild für siegreich erworbenen Ruhm. Darüber hinaus ist Lorbeer ein Emblem des Friedens und der ruhigen Überlegenheit. Aber warum? Was macht den immergrünen Strauch mit seinen glänzenden Blättern so besonders? Die Antwort ist einfach. Bevor sich Götter, Kaiser und Dichter den Lorbeer um die Stirn wandten, hatte er bereits seine besondere Kraft unter Beweis gestellt. Seit Jahrtausenden wird Lorbeer mit seinem typisch pikanten Geschmack als schmackhaftes Küchenkraut zum Würzen von Fleisch und Kartoffeln oder Reisgerichten verwendet. Als kulinarisches Heilmittel schafft Lorbeer es, den Glukose- und Cholesterinspiegel von Menschen mit Diabetes zu regulieren und verhindert Nierensteine. Als Tee getrunken soll Lorbeer sogar Leukämie entgegenwirken. Lorbeerblätter enthalten ätherische Öle, darunter das hochwirksame Linalool, dessen stark beruhigende Wirkung bereits wissenschaftlich nachgewiesen wurde. Das aus Lorbeer gewonnene Öl wird daher bis in unsere Tage als Beruhigungsmittel und Entzündungshemmer und bei rheumatischen Beschwerden eingesetzt. Es kann den Blutdruck und die Herzfrequenz senken und hat antibakterielle und antimykotische Eigenschaften. Oft werden die Wirkstoffe von Lorbeer dazu verwendet, therapeutische Schlaflosigkeit, chronischen Stress und Stimmungsschwankungen zu bekämpfen. Was aber passiert, wenn du ein paar Lorbeerblätter verbrennst, stellen wir dir heute vor. Los geht's! Wenn du dich gestresst fühlst oder schlecht gelaunt bist, solltest du daher mit einer einfachen Technik ausprobieren, was Lorbeer für dich tun kann. Verbrenne dazu einfach einige Lorbeerblätter. Der aromatische Duft des Lorbeers wirkt unmittelbar und subtil und hat sofort einen deutlich bemerkbaren, beruhigenden Einfluss auf die Atmung. Die Folge? Gefühle von aufkommender Ruhe oder Angst verschwinden sofort. Aber auch bei einer Entzündung der Atemwege, wie bei einer schweren Erkältung oder bei Allergien, lindert Lorbeer die Beschwerden. Ganz einfach in wenigen Schritten. Dabei ist Folgendes zu beachten. Erstens, die Blätter müssen trocken sein. Der zu verbrennende Lorbeerzweig sollte also zuvor kopfüber getrocknet werden. Dabei verdunstet das Wasser in den Blättern und nur das wirksame ätherische Öl bleibt zurück. Zweitens, zerkleinere 5 bis 6 Blätter und gib sie in ein feuerfestes Gefäß wie beispielsweise einen Aschenbecher oder einen Kerzenhalter. Drittens, entzünde die Blätter mit einem Streichholz oder Feuerzeug. Viertens, verlasse den Raum für etwa 10 Minuten. Achte zuvor darauf, dass die Fenster und Türen geschlossen sind, damit sich der Rauch entwickelt und sich der reine Aromastoff möglichst intensiv entfalten kann. Während du draußen kurz etwas erledigst, entfaltet das Linalool jetzt seine Wirkung. Die ätherischen Öle der Lorbeerblätter gehen nun eine Verbindung mit der Luft ein. In der uns umgebenden Luft befinden sich elektrische Träger, die Ionen genannt werden. Ionen können positiv oder negativ geladen sein. Ionen wirken durch ihren Einfluss auf die elektrische Feldstärke unmittelbar auf unser Organismus ein. Unsere moderne Umwelt ist heute stark mit positiven Ionen überladen. Das Übergewicht von positiven Ionen löst Stress in uns aus und belastet uns körperlich und geistig. Negative Ionen zeigten im Unterschied dazu in Untersuchungen und Studien nachgewiesenermaßen heilende Eigenschaften. Beim Verbrennen von Kräutern werden negativ geladene Ionen freigesetzt. Negative Ionen wirken stimulierend und versorgen den Organismus mit positiver Energie. Wenn du nun also den Raum wieder betrittst, wirst du sofort die Wohlfühlatmosphäre bemerken, die deinen Körper und Geist unmittelbar entspannt. Atme einfach tief ein und beobachte, wie sich deine Muskeln entspannen und du dich besser konzentrieren kannst. Übrigens, dem Mythos nach erweiterte Lorbeer das Bewusstsein der Priesterin des Orakels von Delphi sogar derart, dass sie nach dem Einatmen in Trance ihre legendären prophetischen Visionen hatten. Das muss zwar nicht stimmen und ist auch nicht sicher belegt, aber trotzdem sollte der universell verwendbare Lorbeer in der Palette der Gewürze in deiner Küche und Hausapotheke auf keinen Fall fehlen. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir würden uns freuen, wenn du zu diesem Thema deine Meinung mit uns teilst und einen Kommentar hinterlässt. Wenn du neu auf unserem Kanal bist und dir unsere Videos gefallen, dann unterstütze uns gerne mit einem Daumen nach oben, teile diese mit deinen Freunden und abonniere diesen Kanal. Für weitere Tipps, Tricks und interessante Informationen rund um das Thema Gesundheit, schau gerne auf unserer Homepage unter www.gesundheitsblatt.com vorbei.